Rahmenleinwände mit Maskierung. Das ist die Königsdisziplin, wenn es darum geht, mit einer hochwertigen Projektionslösung ein möglichst kontraststarkes Bild in das heimische Filmparadies zu zaubern. Deswegen ist die Thematik auch eigentlich jedem Heimkino-Enthusiasten bekannt. Allerdings, maskierbare Leinwände kosten verhältnismäßig viel Geld. Und deswegen, wenn man sich kein eigenes Produkt kaufen kann, wird dann entweder darauf verzichtet oder man bastelt sich was. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Ich kann das Thema grundsätzlich selber auch nachvollziehen, denn früher als reiner Heimkino-Enthusiast habe ich mich auch mal gefragt, warum kostet eigentlich eine Leinwand mit Maskierung so viel mehr Geld als eine ohne? Ja, jetzt mittlerweile habe ich unter anderem auch eine Leinwandproduktion bei mir in der Firma und kann letztendlich die Produkte bauen, die ich mir auch früher als Kunde wirklich gewünscht hätte. Dabei muss ich allerdings aber auch sagen, es ist nun mal wirklich sehr aufwendig, solche Leinwände zu bauen, wenn man den Wunsch hat, dass die eben langfristig sehr gut laufen und mit einer bestimmten Qualität zu dem Kunden nach Hause kommen. Wir haben jetzt unsere zweite Generation von manuell maskierbaren Rahmenleinwänden fertig. Die basiert jetzt noch mehr auf den technisch hochwertigeren Serien, wie zum Beispiel unserer iMask Classic, und spricht jetzt weniger die Kunden an, die einfach nur rein auf den Preis schauen und sich sagen, sie wollen für möglichst wenig Geld irgendeine Maskierung haben, sondern wir sprechen damit Kunden an, die den Wunsch haben, die beste Qualität zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten, um ihr Kino damit aufzuwerten. Und wenn das für Sie interessant klingt, dann freue ich mich, Ihnen jetzt unsere iMask Manual vorzustellen. Hollywood Screens. Großes Kino in Perfektion genießen. Und das ist sie jetzt, unsere iMask Manual live und in Farbe. Gegenüber der Vorgängerversion der Catre 2 Referenz ist das jetzt hier ein, ich sage jetzt mal, komplettes Take-off-Media-Produkt. Nicht mehr wie der Vorgänger noch sehr stark auf Image-Technik basierend. Und den größten Step, den wir hier vom Grundsatz schon mal gemacht haben gegenüber der Vorgängerversion, wir haben jetzt nicht mehr die 80 mm Profile hier verwendet, sondern sind auf die 127er Variante gegangen. Das ist dieselbe, die wir auch bei den elektrisch maskierbaren Modellen nehmen, der iMask Classic mit den Standardmotoren und der iMask Referenz mit den High-End Silent Lutron Motoren. Wir haben jetzt praktisch dadurch eine gemeinsame Plattform für alle drei maskierbare Leinwände. Dadurch profitiert die iMask Manual ganz extrem in zwei Bereichen, nämlich Tuchaufhängung und Maskierungsmechanik. Wir haben dann auch gleichzeitig gesagt, wir räumen so ein bisschen die ganze Namenskonvention auf und haben dann festgelegt, alles was bei uns unmaskiert ist, heißt Catre. Alle maskierten Leinwände sind in der iMask-Familie zu Hause, wo dann eben immer der Namenszusatz Manual, Classic oder Referenz das jeweilige Gerät genauer spezifiziert. Ja, was die Maskierung betrifft, ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte und ein Video sagt noch mehr. Deswegen zeige ich einfach mal, was die Leinwand hier auszeichnet. Sie sehen, ich kann hier wirklich sehr leichtgängig und vor allen Dingen stufenlos wunderbar maskieren hier bei dieser Leinwand. Eine Besonderheit ist, dass die Mechanik wirklich so gut ist, dass wir hier überhaupt keine Arretierung benötigen. Sie können überall mit der Leinwand einfach anhalten und praktisch an Ihrem Wunschpunkt maskieren. Anderer Vorteil ist, ich habe es jetzt hier mal über diesen Griff gemacht, den können Sie sich natürlich auch nach hier unten legen lassen, je nachdem, was besser passt. Beide Maskierungen sind miteinander synchronisiert. Da brauchen Sie also jetzt praktisch immer nur einmal einstellen. Der andere Vorteil ist, habe ich schon beim letzten Video gezeigt, aber es hier natürlich nochmal verbessert. Sie können wegen der Leichtgängigkeit selbst mit dem kleinen Finger maskieren und das einerseits natürlich ganz normal hier. Aber weil die Maskierung aufgrund der hochwertigen Gleitschienen, die wir von der iMask Classic bzw. Referenz hier rüber transportiert haben, mit den entsprechenden Wegen, ist die Maskierung so gut, dass Sie sogar hier drüben, auch hier mit dem kleinen Finger am Rand, wo die Lastverteilung nicht so gut ist, perfekt die Leinwand bedienen können. Also da merkt man einfach, was hier für ein hervorragender Aufwand drin steckt. Wir haben die Leinwand nicht gebaut, um sie mit den günstigsten Fernostimporten oder Massenprodukten hier vergleichen zu lassen. Das ist definitiv eine andere Klasse, meiner festen Überzeugung nach. Aber wegen der hochwertigen Mechanik funktioniert die auch langfristig, weshalb die Leinwand auch mit 5 Jahren Gewährleistung kommt. In der Nullstellung, wenn ich die hier zurückfahre, bleibt das Profil noch ein bisschen draußen stehen, sodass wir hier gut an den Griff rankommen. Bei den elektrischen verschwindet das Profil natürlich komplett, aber wäre hier ziemlich schlecht. Wenn man das Profil komplett rausfährt, haben wir uns überlegt, normalerweise braucht man ja eine Maskierungsrange von 2.40, um eben die typischen CinemaScope-Filme damit zu bedienen.
Wir sind jetzt hier in der maximalen Variante und das ist Standard auf 2.60 gegangen, damit man eben selbst bei Filmen wie The Hateful Eight, die mit 2.55 gemacht sind, noch ein bisschen Reserve obendrauf hat. Außerdem super wichtig bei der Maskierung, und das war einer der Hauptgründe für die Neuentwicklung der IMASK Manual gegenüber der KATRE 2 Referenz, die noch zum Großteil auf Image-Technik basierte. Wir haben hier eine sehr gerade Maskierungsschiene. Und das ist deswegen wichtig, damit man eben jetzt nicht nur hier bei 2,50 Meter, wo andere schon Probleme haben, sondern auch bei größeren Bildbreiten nicht den Effekt haben, dass sich jetzt die untere Maskierung nach unten durchbiegt und die obere hier so einen Bauch macht. Das reicht schon, wenn ich einen habe. Gleichzeitig bleibt dadurch natürlich auch hier oben der Maskierungsstoff schön straff gespannt. Es sieht nicht nur schöner aus, sondern eben man hat auch eine absolut gerade Schnittkante. Möglich ist das deswegen, weil wir hier einerseits hochsteife Materialien einsetzen, die natürlich wesentlich mehr wiegen als das, was ich bei anderen Leinwänden so gesehen habe, was wiederum größere Ansprüche an die Mechanik stellt. Aber wie gesagt, da haben wir hier wirklich aus dem Vollen geschöpft und sehr hochwertige Lösungen verbaut. Zusätzlich, genau wie beim Rahmen, ist auch hier das Maskierungsprofil mit unserer Maximum Black Beschichtung versehen. Da wird praktisch bei der Herstellung das entsprechende Metall unter Strom gesetzt und dann mit mehreren Schichten Sand bestäubt, sodass wir dann hier eine wunderbare haptische, optische, aber vor allen Dingen auch in Bezug auf die Lichtabsorption hervorragende Wirkung hier von dieser Leiste haben, so praktisch aufprojiziertes Restlicht hier nochmal deutlich besser geschluckt wird als die sonst gerne eingesetzten Klebefolien mit so einer Velourschicht obendrauf. Das ist hier einfach nochmal eine andere Klasse. Wir haben aus der iMask-Familie hier nicht nur die Mechanik übernommen der Maskierung, sondern, und das ist hier auch noch ein ganz wichtiger Punkt, die komplette Tuchaufhängung. Wo wir bei der KATRE 2-Referenz nämlich noch einen Hilfsrahmen benutzt haben, wo dann das Tuch reingeknöpft wurde, haben wir hier die neueste Version von unserem Cross-Tension-System verbaut, womit sich einerseits das Tuch komplett stufenlos straffen lässt. Andererseits wird das Tuch dadurch über die komplette Breite mit Hilfe eines Kederstabs und einer Schlaufe gleichmäßig gehalten, weshalb ja der Name Cross-Tension-System kommt. Und zu guter Letzt haben wir durch das Cross-Tension-System auch in Bezug auf die Spaltmaße einen großen Vorteil. Und das war neben der reduzierten Klingelwirkung, sprich wenn Subwoofer hinter diesen Druckknöpfen steht, konnte im Extremfall das Ganze leicht klingeln. Das ist bei fast jeder Druckknopfmontage der Fall. Also das fällt hier weg. Aber was hier auch noch wichtig ist, hier sind jetzt die kompletten Spaltmaße, auch gerade gegenüber dem Vorgänger, nochmal verbessert. So haben wir hier gerade mal so 1-2 mm zwischen dem Maskierungsprofil und der Bildfläche. Und auch wenn das Maskierungsprofil hier komplett zurückgefahren ist, ist das hier alles sehr eng und perfekt aneinander ausgerichtet hier verarbeitet. Mit dem Effekt, dass ein Projektor, der hochhängt, jetzt bei runtergezogener Maskierung gar keinen Schlagschatten mehr hier werfen kann, sondern auch nochmal, dass dadurch die Maskierung besser läuft. Ja, all der technische Aufwand, den wir hier haben einfließen lassen, würde es uns unter normalen Bedingungen unmöglich machen, die Leinwände in dem Preisbereich zu vermarkten, wie sie jetzt zu finden sind. Aber wir machen Direktvertrieb. Das heißt, die Leinwände gibt es ausschließlich direkt bei uns und deswegen können wir solche Preise realisieren. Die Vorvorgängerversion von dieser Leinwand, die KATRE Number One URMA, so hieß die bei der Firma Image Screens damals noch, die kostete jetzt zum Beispiel hier in der Größe von 2,50 Meter um 2000 Euro mehr, als wir jetzt dafür berechnen. Und das, obwohl die damalige Version wesentlich einfacher gebaut war, auch noch als die KATRE 2-Referenz. Hier bei dem Modell fangen wir bei unter 3.500 Euro an. Und wenn es dann an die größeren Raster geht, habe ich auch hier die entsprechenden Stufen absolut fair kalkuliert, nämlich nach dem tatsächlichen Aufwand und nicht nach dem, was der Markt bereit ist zu zahlen. Also Sprünge von 1.000 Euro für eine unmaskierte Leinwand von, was weiß ich, 3 Meter auf 3,50 Meter gibt es hier definitiv nicht, sodass wir im Endeffekt eine Preisdifferenz, wenn wir jetzt zum Beispiel 4 Meter nehmen im Vergleich zum Vorvorgänger, von über 3.000 Euro haben in bestimmten Konstellationen. Und was da auch noch mit reinspielt, ist das Thema Tuchauswahl. Als ich die Firma Image Screens übernommen habe im Januar 2014, war meine erste Handlung komplett einstampfen von den Motorleinwänden, weil grundsätzlich kompromissbehaftete Produktion. Wir wollen Heimkinolösungen machen auf hochwertigem Niveau, also nur Rahmenleinwände. Aber der zweite Schritt, der war dann schon gleich, alle Tücher, die nicht aus dem absoluten Premium-Segment waren, haben wir
einfach mal nicht mehr beachtet. Die haben wir heute noch auf Lager. Also wenn Sie wirklich der Meinung sind, so ein Tuch zum Basteln zu brauchen, rufen Sie uns an. Da haben wir noch genügend da. Aber wir haben wirklich nur die Premium-Tücher genommen. Und vom Grundsatz her ist der Grund dafür auch ganz einfach. Ich habe mir überlegt, wenn einer so eine Leinwand kauft, dann soll er immer die beste Bildqualität haben. Das ist die Primärfunktion einer Leinwand. Und wenn einer anfängt, da zu sparen, weil ich jetzt mit Preiskategorien arbeite für Tuch A, B oder C, dann ist das meiner Meinung nach nicht richtig. Aus dem Grund gibt es A nur die hochwertigen Tücher und B gibt es für kein Tuch irgendeinen Aufpreis. Sie können also zum Beispiel so wie hier das fantastische Nivo White nehmen. Dieses Nivo White Tuch bietet selbst mit einfachen Projektoren einen umwerfenden Bildpunch, eine exzellente Bildschärfe und einfach eine makellose Farbneutralität. Deswegen ist es auch in manchen Mastering-Studios ebenfalls sehr beliebt. Sie können aber alternativ neben dem Nivo White auch gern ein Nivo Grey haben. Das ist dann für Installationen mit viel restlich interessant, wo man einfach den Schwarzwert noch mal ein bisschen pushen möchte. Wer will, kriegt von uns aber sogar auch ein Rückprojektionstuch und sogar, wer möchte, auch in Schwarz. Das ist gerade in Amerika so der Trend, wo lichtstarke Projektoren gerne auf schwarze Tücher geworfen werden, damit man eben im Schwarzwert noch mal was machen kann. Habe ich hier auch mal ausprobiert. Ich muss zugeben, das hat jetzt eigentlich nicht so gut funktioniert. Aber wer will, kann das auch von uns kriegen. Alternativ natürlich auch unser berühmtes BS65K. Inklusive dem hervorragenden, akustisch ebenfalls neutralen Blackbacking und das alles ohne Aufpreis bei der Leinwand. Man muss außerdem bedenken, die Leinwände kommen nicht aus Fernost. Wir geben die auch nicht an Drittanbieter in Auftrag, sondern es sind meine Angestellten, die in der zweiten Filiale im rheinland-pfälzischen Braunzorn, Nähe Koblenz, diese Leinwand Tag für Tag auf Manufakturniveau für Sie fertigen. Nach deutschen Umweltstandards, mit Tüchern, die aus Europa kommen, wo Sie sich keine Sorgen machen brauchen wegen Gesundheitsgefährdung, Weichmacher etc. Und alles ohne Aufpreis als Maßanfertigung. Also Sie müssen bei der Leinwand nicht gucken, okay, nehme ich jetzt die Variante mit 20, 40, 60 Zentimeter, die kommt exakt so, wie Sie es brauchen. Und übrigens nicht nur so wie hier mit 16 zu 9, übrigens mit einer maximalen Bildbreite von 4,50. Auch das ist eine Besonderheit, auch das kann nicht jede andere manuell maskierbare Rahmenleinwand, sondern, es kommt mir so langsam vor, hier wie beim Teleshopping, sondern auch noch in einer Widescreen-Version bieten wir die an, was mechanisch nochmal aufwendiger und anspruchsvoller gemacht ist oder umzusetzen ist, als jetzt hier eine Maskierung, die von unten und oben arbeitet, einfach die Schwerkraft nutzen kann. Aber wir haben das gelöst. Wir bieten die eben auch entsprechend an. Dann können Sie sich auswählen, ob Sie 21 zu 9, 2,35 zu 1 oder CinemaScope, kriegen Sie alles von uns und das sogar in der Widescreen-Variante bis über 5 Meter Bildbreite, wie gesagt, ohne Aufpreis als Maßanfertigung in Deutschland. Dank Direktvertrieb schon ab 3.500 Euro. Ganz offen möchte ich nochmal das Thema mit dem nachträglichen Upgraden von Motoren ansprechen. Das habe ich bei der Katre 2-Referenz so beworben. Wir mussten es aber dann irgendwann leider rausstreichen. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, warum. Es lohnt sich schlichtweg nicht. Wir können es nicht sinnvoll für Sie attraktiv und für uns kostendeckend kalkulieren. Der Aufwand ist so groß. Zunächst mal brauchen wir die Motoren, die ganzen Verkabelungselemente. Dann müssen wir zu Ihnen fahren, weil das kein Kunde selber machen kann. Wir müssen das Tuch komplett demontieren, die ganze Tuchmechanik, die ganze Maskierungsmechanik. Dann müssen wir aus der Welle teilweise diverse Wellenhalterungen rausziehen, die Motoren rein, was auch nicht so ganz einfach ist. Dann muss alles wieder zurückgebaut werden. Die Motoren müssen programmiert werden, die Verkabelung muss hinten gemacht werden. Und wenn ich dann rechne, inklusive Fahrtkosten, Arbeitszeit, es bringt dann einfach auch nichts, wenn ich Ihnen für den nachträglichen Motor-Upgrade wesentlich mehr berechnen muss, als wenn Sie von vornherein sagen, dass Sie auf eine iMask Classic gehen, die auch nicht so viel mehr kostet als die iMask Manual, weil die eben eine gemeinsame Basis haben. Daher kommt das. Ich bin überzeugt, dass wir mit der iMask Manual die beste manuell maskierbare Leinwand am deutschen Markt anbieten und dass wir hier für anspruchsvolle Anwender, die auch wirklich Qualität zu schätzen wissen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt bieten. Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder das Teil gerne mal selber erleben möchten, das kann ich jetzt hier über das Video leider nicht so ganz rüberbringen, wie ich es gerne möchte. Die Faszination Heimkino mit einer Maskierung und dieser tollen Leinwand. Ich finde auch das Nivo White toll. Also muss ich gerade mal am Rande erwähnen. Ja, wir verbauen fast nur das BS65K, weil die Leute es halt einfach schön finden, wenn die Lautsprecher hinter der Leinwand stehen und dann halt einfach der komplette Sprachbereich, sprich der Dialog, direkt aus den Mündern kommt. Aber rein vom Bild betrachtet ist das Nivo White
so gut, dass es auch riesig Spaß macht, hier ein anderes Konzept mal zu realisieren. Günstiger Beamer auf die Leinwand oder in einem Wohnzimmer kann man mit der Leinwand auch gut arbeiten. Es ist einfach ein rundum tolles Produkt, welches meiner Ansicht nach keine Schwächen hat. Sie können es auch einfach bei sich aufbauen, denn wir haben das Produkt so konzipiert, dass es schon größtenteils vormontiert zu Ihnen nach Hause den Weg findet. Und Sie kriegen dann noch eine moderierte Aufbauanleitung als Video, welches dann nochmal die komplette Montage vereinfacht. Ich bedanke mich fürs Interesse an dem Video. Wenn Fragen sind, unser Outlook steht Ihnen genauso offen wie unser Facebook-Account. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder bei uns reinklicken. Vielen Dank. Tschüss. Thank you.